Werden Frauen bei der Essensausgabe über den Tisch gezogen? Bekommen Männer automatisch eine größere Portion, nur weil sie größer und stärker sind? Unfair gegenüber den Frauen. Und ich meine, man zahlt ja gleich viel. Viele Frauen beschweren sich, dass Männer bei den Essensportionen bevorzugt werden. Es ist ja auch menschlich. Man denkt so, jemand, der stärker ist, der isst auch mehr, der braucht auch mehr Energie. Wir haben es getestet und den starken Alex und Esther, die sichtlich kleiner ist, mit versteckter Kamera in unterschiedliche Imbissbuden und Restaurants geschickt. Starten wir beim wohl bekanntesten Dönerladen in München, Mustafas Gemüsekebab. Wie immer bildet sich hier gegen Mittag eine Schlange. Aber macht der Dönermann bei den Portionen einen Unterschied zwischen Mann und Frau? Zuerst bestellt Esther ihren Döner, der stolze 5,30 Euro kostet und richtig satt machen soll. Jetzt ist Alex am Zug. Alles drauf bitte, genau. Wir checken die Döner mit der Waage, um zu prüfen, ob Alex einen Männerbonus bekommt. Esthers Döner wiegt 386 Gramm, Alex 375, 11 Gramm weniger. Damit unterscheiden sich Alex und Esthers Portionsgrößen so gut wie gar nicht. Mustafas Gemüsedöner hat den Test schon mal bestanden. Aber wie läuft es beim Döner-Test Nummer 2? Wieder bestellen Esther und Alex mit versteckter Kamera einen Kebab. Diesmal hat der Verkäufer genau hingeschaut, wer bestellt. Macht sich das bemerkbar? Esthers Döner wiegt genau 380 Gramm, während Alex Döner tatsächlich 433 Gramm wiegt. Ganze 50 Gramm mehr. Etwa weil der 26-Jährige größer und stärker ist? Wir fragen beim Dönerverkäufer nach. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Test gemacht mit zwei Dönern. Ja. Und beim Mann waren tatsächlich 50 Gramm mehr drin. Er erklärt, jeder bekomme gleich viel. 100 Gramm, ja, für jeden. Bei mir ist das Gleiche, starke oder normale. In unserem Fall fielen die Portionen aber unterschiedlich aus. Liegt das wirklich am Erscheinungsbild? Ich denke, dass die Leute einfach sehen, oder die Verkäufer einfach sehen, da kommt jetzt was Größeres. Ich glaube, der braucht ein bisschen mehr. Die meisten Arbeiter bei den Dönerständen sind ja Männer, also vielleicht liegt es auch daran. Oder sind die Ladies vielleicht einfach zu wählerisch und sortieren häufig schon vorher viele Zutaten, wie zum Beispiel Zwiebeln, aus? Fakt ist, dass Männer rund 600 Kalorien mehr am Tag zu sich nehmen sollten als Frauen. Wer doch auf Nummer sicher gehen will, sollte einfach ins Restaurant gehen. Denn dort sieht der Koch seine Gäste vorher nicht. Und prompt fallen Frau-Mann-Portionen gerecht aus.